Elements Reunion, Crossroad, Jake Beats, Cream, J-Rock, TLL, B1, La Furia, Black Tiger, yeah, Ronny, AKR. Die Jungs haben ihre brandneue Single Deal with the Real am Start. Dazu hat natürlich auch ein Videoclip abgedreht werden. Mesh hat für euch abgecheckt, was dort so alles abgegangen ist und was die Reunion denn eigentlich bedeutet. Erzählen sie euch gerade selber. Die Reunion, also die Wiedervereinigung der vier Elemente. Die vier Elemente gemeint sind natürlich die vier Elemente vom Hip-Hop, Breakdance, Graffiti, DJ und Rap. Dass die Elemente wieder zusammenkommen, weil in der öffentlichen, breiten Öffentlichkeit ist das ein verloren gegangen, oder? Viele wissen nicht einmal, wo alles angefangen hat. Die haben gar keine Ahnung mehr. Ja, von Curtis Blow, Grandmaster Flash. Also, früher hat es recht harte Regeln gehabt, wenn du im Hip-Hop nichts gemacht hast. Wenn du selber nicht aktiv gewesen bist, bist du nicht ein Teil davon gewesen und bist eigentlich ausgestoßen worden. Und es war viel härter gewesen, in eine Hip-Hop-Szene reinzukommen. Und die Idee wäre, dass wir das wieder die Leute aufmerksam machen, dass das mehr ist als Rap. Es ist eine Kultur, die verschiedene Elemente hat und die zusammen machen dem ersten Sinn. Hip-Hop heisst nicht Chicks in Bikinis oder kleine Buben, die sich Gangsters nennen. Wir sind für die, wie schauen, kannst du bald den Knast und den Träumen schön weitergehen. Das Leben wird niemals so sein wie in einem Videoclip. Heutzutage sind Hip-Hop-Videoclips en masse dekoriert mit dicken Autos, grosszügig behängten Typen und halbnackten Chicas. Ein Sache, wo die Elements of Reunion anders angehen. Ich möchte eigentlich meine Musik verkaufen und meine Musik nicht verkaufen durch nacktes Fleisch. Dass die Leute zuerst anschauen, oh, voll geile Frau, tschüss. Ja, ich weiß nicht. Wenn jetzt irgendwie mal irgendwann an einer Dreieine kommt und sagt, hey, Jungs, ich bin so stolz auf meine Brüste, ich muss unbedingt mal die irgendwie, dann sage ich, ja, nur zu, fühl dich frei. Ich jetzt, wenn wir einen Clip machen, der Deal with the Real heisst, das heisst, du siehst mich so, wie ich jetzt bin, mit meinem Auto, und ich sonst fahre, auf der Straße. Es ist kein Unterschied zwischen dem Clip und der Realität. Das gibt's nicht. Genau das wollen wir ja abschaffen. Dass alles so aufgesetzte Sachen sind, Fantasiegeschichten. Wir sind nicht in der Fantasie, das ist die harte Welt. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen geschminkt, dass ich nicht glänze, und das ist alles. Das ist meine Jacke, die ich kaufe mit meinem Geld, das ist meine Karre dort hin, wenn du willst schauen. Geh an, schauen, ich zeig dir den Schlüssel. So eine Lamborghini ist etwas geil. Und kannst du von der Musik leben? Leben, ja. Rechnungen zahlen, nein. Es ist doch scheißegal, ob du jetzt irgendwie 100'000 verdienst oder gar nichts. Wenn du davon überzeugt bist, was du machst, dass es richtig ist, dann mach es. Lass nicht auf die anderen Leute, die sagen, hey, mach einen normalen Job. Klar, eine Ausbildung ist wichtig. Ich bin jetzt auch wieder an einer Ausbildung. Der Black Tiger studiert Psychologie. Eine Ausbildung ist also trotz allem wichtig. Und wie sieht es aus mit dem Kiffen? Das Klischee ist ja altbekannt, dass Hip-Hopper die ganze Zeit abrauchen. Was haben Sie zum Kiffen zu sagen? Also wenn du zu früh anfängst zu kiffen, zerstört das gewisse Synapsen in deinem Hirn, hundertprozentig. Also es gibt Workaholics, es gibt weiss ich was für Holics. Und ich glaube, alles was man selber, wenn man sich selber sagt, scheiße, ich bin noch süchtig nach irgendetwas, dann ist es schlecht, egal was man dann macht. Also, Sucht ist immer schlecht. Also ich hatte schon mal jemanden neben mir, der hat einen Joint genommen und einen Zug genommen und dann konnte er nicht mehr brauchen. Also wirklich, er konnte nicht mehr reden und so Zeugs, ja. Und dann andere rauchen 5 Joints pro oben und die haben nichts, ja. Also. Für mich, eben, ich zum Beispiel kiffen, bringt mir überhaupt nichts. Ich kiff nicht. Also ich habe auch schon gekifft, aber es bringt mir nichts. Von dem her, lass nicht die Finger davon. Rosen fickes Blau! Und ich nenn die Donut, ich brenn bin so hot, nenn mich so nuts! MCs, Maltesers, kein Nuss, Antrappen, kein Schuss, auf der Party kein Fitz! Hab ich Schnampe gesagt, ups, sorry, Nuppe! Dass man Kiffen einfach verharmlost, ist eben auch nicht das Wahre. Weil es gibt viele Leute, die, wenn sie wirklich zu viel kiffen, einfach im Hirn ein bisschen stehen bleiben, ist schon so. Die Message vom Lied ist stark. Weder ein Blatt noch sonst irgendetwas wird vor das Maul genommen. Machen wir gerade auch. Wir befolgen sie zu einem ganz heiklen Thema, nämlich... Liebe. Das kann vieles bedeuten. Liebe ist alles, was man von Herzen macht. Das heisst, das können etliche Beziehungen sein, Freundschaften mit einer Frauenliebe oder Liebe zur Musik. Und einfach, wenn man etwas ganz stark will und ganz stark dafür kämpft, das ist für mich Liebe. Und wenn man es mal nicht mehr hat und dann man es wirklich vermisst, ja. Das ist Liebe, ja.
Liebe ist die stärkste Form von Energie und Kraft. Die Welt ist hart und Liebe ist das Wichtigste. Wenn man keine Liebe mehr hat im Herz, ist es fertig. Sowohl mit dir als auch mit deinem Umfeld. Am 26. November können ihr die Crossroad Crew in der Elisabethenkirche sehen. Und das Schlusswort hat der EKR. Nehmt den Hip-Hop an, macht etwas drin und entwickelt und findet euch selber und werdet grosse, starke Persönlichkeiten, weil wir brauchen euch und die Zukunft gehört euch.